Immerhin nehme ich einen Rubin noch mit. Und tschüss. Dann gehen wir jetzt einmal kurz nochmal zu dem Händler. Kommen hierhin nochmal zurück. Gucken bei der einen Kiste noch nach. Und gucken dann, ob wir das Bombschuh-Minispiel machen können. Und dann... Ich bräuchte halt echt einfach mal eine Bombe. Aber ich glaube, wir müssen sogar wirklich dann einmal rüber zu Majora schon mal. Weil mit Bomben können wir zumindest den Sora-Fluss mal hoch. Na, da komme ich nicht dran. Der hat 40 gekostet, der Boss-Schlüssel. Also genug haben wir auf jeden Fall. Hi. Lass mich bitte in Stich. Nein! Och, Link. Warum bist du so ein Lappen? Na gut. Wir mussten eh nochmal zu den Gerudos. Von da aus kommen wir eh nochmal schnell zu... zum Hyliasee. Dann halt hier lang. Und ihr so? Haben wir einen Bogen oder ein Schwert? Nein! Theoretisch haben wir Bomben. Aber halt auch nur theoretisch, weil wir keine Bomben haben. Wir haben eine Bombentasche. Und ich glaube, irgendwo konnte ich auch eine Bombentasche für Majora kaufen, ne? War das bei den Goronen? 200? Müsste bei den Goronen gewesen sein, weil das ist der einzige Shop, der ein bisschen länger her ist. Schauen wir doch mal, was da vorne in der einen Kiste noch ist. Mr. Hähnchen, mitkommen. Hm. Ja, die Richtung sieht gut aus. Komm mal weg. Yay, noch eine Skulltula. Für uns sogar. So. Lake Hylia, here we go again. Also kopfüber aus der Höhe ist nicht die klügste Idee. Ich habe mich schon häufiger mal gefragt, ne? Wenn man auf Wasser klatscht, tut das ja einfach wegen der Oberflächenspannung ziemlich weh. Aber was ist, wenn man sich vorher mit Seife eingeschmiert hat? Weil Seife zerstört ja die Oberflächenspannung. Tut das dann nicht so sehr weh? Weil die Oberflächenspannung einfach instant kaputt ist, sobald man mit dem eingeseiften Körper das Wasser berührt? Try it out! Ich verzichte. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg. Und hoffe einfach mal, dass du mich nicht berührst. Kann man sowas mit einer Melone testen? Schon, ne? Weil du klatschst ja dann ins Wasser und das Wasser... frisst dann einfach deine gesamte Energie, aber dieser Aufprall tut dann hoffentlich nicht so sehr weh. So, Bosski von Snowhead. Jo. Weiß nicht, ob die Melone ihr Schmerzempfinden teilen kann.
Jetzt kannst du mich gerne mitnehmen. Das ist nämlich so ein bisschen schneller. So. Aber man könnte zumindest einmal eine Melone schmeißen und gucken, ob die aufplatzt. Und einmal eine Melone schmeißen und gucken, ob die nicht aufplatzt. Da. So. A customer! Okay, was kann ich denn heute so gewinnen? Eine Karte. Das ist okay. Das war schon schlecht. Ich hab das Hühnchen gekillt. Ich muss ein bisschen schräg zielen. So. Nice. Es hat sogar wirklich geklappt. So, und jetzt einmal. Boah, wie war das? Irgendwie hier an so einem Punkt und dann so schräg hoch. So? Okay. Nicht schlecht. Yay, yeah, das Mountain Title Deed. Oh. Ja, doch ganz gut dann. War gar nicht einfach nur eine Karte. So schaffe ich es noch einmal Geld zu holen, um noch eine Runde zu machen. Oder machen die direkt zu? Ja, einmal schaffe ich noch. Naja, immerhin einmal Geld habe ich noch bekommen. Wobei, jetzt die Frage, der hat wahrscheinlich nachts gar nicht auf, ne? Schauen wir doch mal, ob er nachts auf hat. Oh, vielleicht doch. Was gibt's heute? Geld. Wie viele einzigartige Preise gab es hier nochmal in dem Bereich? Zwei. Okay. Ist halt die Frage, ist jetzt der Fuffi ein einzigartiger Preis oder nicht, ne? So, wie habe ich das jetzt gemacht? So? Ne, der ist nicht hoch genug, glaube ich. So? Vielleicht? Könnte gut sein. Yes. Nur die wichtigsten Sachen immer zuerst raus. Okay. Wir können es am Ausprobieren, wenn wir noch ein drittes Mal machen. Ich würde sagen, das ist nochmal ein gutes Item. Ich sehe schon, der Rando hier funktioniert anders in den Regeln. Oh Gott, das wieder. Klappt das? Oh nice, ja. Ist wieder das wieder hinten in der Ecke? Ja.
Ah, ich glaube, das kommt gerade so nicht hin. Nee, der war... Also, es kam nicht hin, weil ich ihn eine Sekunde oder eine halbe Sekunde lang in der Hand gehalten habe und deswegen war der Weg zu lang. Na gut. Aber jetzt habe ich halt eben zwei gute Items, das heißt, mehr wird es hier wahrscheinlich auch nicht geben. Aber weil ich ihn nochmal verlassen habe, hat er als den ersten Preis dort, den ich schon hatte, als erstes rausgeholt. Aha. Dein Gewinn? Eine hässliche Mumienmaske. Yay! So. Okay, wieder nachdenken. Wo kann ich jetzt noch hin? Kokiris. Nicht wirklich, solange ich keine Schleuder habe. Goronen. Nicht wirklich ohne Bomben. Aber ich kann nochmal zu den Goronen gehen. Die Skulltula am Baum habe ich schon. Ich könnte nochmal zu den Goronen gehen, um zu gucken, ob ich da wirklich eine Bombentasche noch kaufen kann. Aber ich hole mir erstmal noch Geld. Okay, Fendi. Stimmt! Ich habe eine Flasche, ich kann Käfer in die Löcher stopfen. Das habe ich gerade ganz vergessen. Falscher Knopf. Weg mit der Milch! So, sind hier Käfer drunter? Nein. Käfer? Ja. Gib her. Ich sag mal, wir müssen ja in ein... Oh, ist ja noch nicht Tag. Müssen wir nicht eigentlich nur Käfer in die Löcher... Wobei... Ich hätte jetzt gesagt, nur in die Löcher, in die auch Bohnen reinkommen, aber gibt es prinzipiell nur 10 Löcher hier in Ocarina of Time? Weil es gibt halt 10 Bohnen, die man pflanzen kann. Wenn es jetzt auch wirklich nur 10 Löcher gibt, dann ist es ja noch recht übersichtlich. Ich nehme trotzdem das Geld eben noch mit. 10 Löcher und aus 9 kommen die Käfer, also die Skulltulas. Ich glaube, das Einzige, wo es nicht ist, ist das beim Sora-Fluss, ne? Das ist der Einzige, wo keine Skulltula rauskommt. Weil ich weiß, das hat uns beim letzten Randomizer ultra hart verwirrt, dass da nichts rauskam. Na, schade. Okay, jetzt müssen wir nur überlegen, wo kommen wir alles hin? Im Kokiri-Dorf, in den verlorenen Wäldern. In den verlorenen Wäldern zweimal. Auf dem Friedhof, macht 4. Bei den Goronen oben, macht 5. Auf den Anzylia-See macht 6. In den Vulkan kommen wir sogar auch noch rein, weil wir das Lied haben. Macht 7. Bei den Gerudos ist 8. Gut, 9 wäre am Sora-Fluss, wo wir nicht hinkommen. Und auf der Lon-Lon-Farm, glaube ich, müsste das 10. sein. Nee, in der Wüste ist auch noch eins. Ja, stimmt.
Dann habe ich irgendwo eins zu viel aufgezählt. Wir werden es ja sehen. Dann gehen wir mal ein paar Skulltulas ärgern. Ein paar Stöcke habe ich zum Glück noch. Und wenn wir eh nachher nochmal zu den Goronen gehen, dann kriegen wir da auch nochmal ein paar Stöcke. Spinnen darf man ärgern, das ist okay. Ja, finde ich auch. Sobald Spinnen mein Personal Space invaden, haben die leider halt einfach keine Lebensberechtigung mehr. Wie alle Insekten. Finde ich nicht gut. Das mache ich halt bei allen so. Jeder, der mein Personal Space invadet, der hat einfach dann sein Leben verwirkt. Ist das da vorne? Nee. War hier nicht auf der Farm auch ein... Oder war das drin im... dem Bereich da? Bei Marienkäfern habe ich ein schlechtes Gewissen. Die trage ich raus. Alles andere stirbt. Yumi. Bin ich gerade so blöd, das Feld dafür zu finden. Marienkäfer sind Glücksbringer und zeigen, dass deine Bude bequem ist. Und das ist warum? Bequem und eine Todesfalle. Hat das irgendeinen bestimmten Grund, warum das so ist? Oder war das nur in Majora, wo das da war? Dann kann das sein, was ich gerade zu viel aufgezählt habe. Und ich habe es mit Majora verwechselt, dass da so ein Spinnenloch ist. Stimmt, jetzt wo du sagst, ich kann Epona's Lied quasi, also den Spot für Epona's Lied holen. Komplett vergessen, dass ich den auch noch machen kann. Nee, also ich glaube, hier ist gar kein Käferloch, oder? Jetzt bin ich zumindest zweimal hier drum rumgelaufen und habe keins gesehen. Oder ich bin zweimal super dran vorbeigelaufen. Ich sehe es schon kommen. Marlon bringt mir jetzt gleich die Hymne der Zeit bei. Ich habe eine Ocarina. Danke für die Fee. Wo hat sie die her? Hymne der Zeit haben wir für beides. Also wenn ich einmal die Hymne der Zeit kriege, gilt die für beide. Weil man kann bei ein paar Items das so ein bisschen kombinieren, dass es für beide Spiele gilt. Und das haben wir halt hier gemacht. Aber gut, dann weiß ich jetzt, was ich zu viel gezählt habe. Auf der London Farm ist gar kein Käferloch. Dann gehen wir zuerst zum See. Nee, See kann ich auch gehen, wenn ich zu den Gerudos gehe. Dann gehen wir zu den Kokiris zuerst. In der London Farm gibt es kein Käfer in London. Habe ich schon London gesagt? Hilfe, die Ananas kommt. Aber es ist gleich Nacht, dann verschwindet die Ananas wieder. Denn nachts gibt es keine Ananasse.
Aber dafür Skelette. Ananas gehört generell verboten. Svenja mag Ananas. Das ist schön für sie. So, wo war das denn jetzt? Irgendwo hinter einem Haus, glaube ich. Dem Doppelhaus da hinten eventuell. Wobei, nee, ich glaube, das fliegt hier hinten vorbei, ne? Startpunkt ist woanders. Warum gerade aus einer italienischen Perspektive? Wo ist das dumme Käferloch? Ach, wegen Pizza. Huch, ich höre eine Skulltula. Ich sehe eine Skulltula. Ich nehme die mit. Das ist sogar wirklich ein Skulltula-Token. Aber für Majora. Na gut. Habe ich denn jetzt dieses Käferloch übersehen? Die hat nur beim Skulltula-Austauschprogramm mitgemacht. Ach, da! So, und eine wieder einfangen. Cool, die Feuerpfeile für Majora's Mask. Kann ich zwar noch nicht verwenden, weil ich keinen Bogen habe, aber wir haben Feuerpfeile. Sie sind mal nicht hinter Wizrob versteckt. Einfach werfen. Die Feuerdarts. Ich finde, das ist auch legitim. Einfach so Darts daraus machen. Wait, falsche Richtung. Den gibt es dann auch wieder fünfmal. Waren es echt fünfmal? Viel zu oft, der Dude. So. Der nächste. Yay, eine Skulltula. Sogar wirklich aus diesem Spiel. Viel zu legitim. Reset. So Wurfmesser oder Shuriken wären auch mal cool im Zelda. Wäre auch mal was Interessantes auf jeden Fall, ja. Wieder da, um mich zu nerven? Ja. Was hattest du noch mal? Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht kaufen. Jetzt habe ich kein Geld mehr für die Koronen. Aber gut, ich kann, glaube ich, bei den Koronen schnell auch wieder ein bisschen Geld kriegen.
Yay, ein Herz. Ich gehe dann mal. So, einmal dann zu den Goronen. Den Weg rückwärts abzulaufen ist übrigens echt kompliziert. Wenn man nicht merken kann, wo ich jetzt dann lang gehen müsste. Ich finde, Goronen machen schöne Geräusche. So. Da geht's hoch. Nee, Moment, da kam ich her. Andere Richtung geht's hoch. Die haben schon echt witzige Wandmalereien hier.